So, und noch ein kleiner Nachtrag. Hier gibt es die Kirche San Telmo. Und ich bin da einfach dran vorbeigegangen. Und das möchte ich jetzt aber dann doch noch nachholen. So, und hier. Eine wunderschöne kleine Kirche. Und wenn jemand das Zentrum sucht in irgendeiner Stadt, in einer Straße, da müsst ihr nur McDonald's folgen. Die sind ganz sicher da. So, ich lasse mal die Menschen hier ein bisschen vorbeiziehen. Ein schönes Fotomotiv hier. So, und hier ist jetzt die Beleuchtung der Avenida Triana. In seiner vollen Länge zu sehen. Richtig schön anzusehen. So, dass man mal ein bisschen Eindruck bekommt hier vom Las Palmas bei Nacht, und das ist ja schon ein besonderer Ort hier. Das ist sozusagen die Altstadt, die bekannteste Einkaufsstraße hier in Las Palmas, Triana. Und die sieht natürlich mit Beleuchtung noch schöner aus. Und die Geschäfte links und rechts sind nicht die billigsten. Nein, Douglas, Geneve, dann hier Skechers, Springfield, Levi's, Guess und Banken. Also alles, was Rang und Namen hat. Alles lebenswichtige Sachen. Schuhläden vor allen Dingen, Schuhläden gibt es hier. Wenn jemand auf Schuhe steht, dann ist er hier richtig. Und so, das ist jetzt hier der Eindruck. Weihnachtszeit, 22, 23 Grad jetzt. Kein Wind, wunderschönes Wetter gewesen heute bis jetzt. Schöne Häuser, Hausfassaden. Also Las Palmas ist eine Reise wert, bei Tag und auch bei Nacht. Und nicht zu vergessen die kleinen Seitenstraßen hier, wo man doch mehr oder weniger auch achtlos vorbeiläuft. Dahin gibt es Churros. Das sind die süßen Köstlichkeiten. Das ist so ein frittiertes Gebäck. Und dass es nicht kalt ist, das seht ihr hier. Das junge Mädel vor uns, die ist hier wie am Strand unterwegs. Und die Lotterieverkäufer, die ihre Lose hier anbringen wollen, gab es früher viel, viel mehr, überall an jeder Ecke. Jetzt hört man sie nur noch vereinzelt. Auch noch mal so ein schönes kleines Sträßchen.
So, also es lohnt sich auf jeden Fall, mein Eindruck. Vielleicht sogar mal übernachten. Wir hatten ja einen Tipp gegeben im Hotel Madrid. Ein ganz bekanntes Hotel hier in der Nähe. So, und weil es einfach so schön war gerade, muss ich doch das auch nochmal aufnehmen. Nicht den Kastanienmann hier, nein. Auch nicht die Lichter hier, nein. Sondern das hier. Er kann's und es macht ihm Spaß. So, noch mal ein paar Eindrücke hier am Ende der Triana. Noch mal der Blick zurück. So, und jetzt gehen wir rüber auf die andere Straßenseite. Und da ist dann Vegeta. Da ist Noche de Tapas. So, und hier sind wir jetzt in Vegeta. Hier ist die Noche de Tapas. Links und rechts, aber das geht jetzt erst richtig los um die Uhrzeit. Nein, es geht noch nicht mal um die Uhrzeit los, sondern es dauert noch ein bisschen. Es dauert noch ein bisschen. Die fangen gerade eben erst an. In 2 Stunden ist hier richtig Betrieb, aber jetzt im Moment. Wo ist der? So, da könnt ihr euch vorstellen, was hier in 2 Stunden los ist. Da geht es dann weniger ums Essen. Da geht es dann mehr ums Trinken, würde ich sagen.
So, und die einen, die haben schon richtig gut zu tun. Und die anderen, die fangen erst an. Da vorne saßen wir neulich mal beim, was war das, ein Thai, amerikanischer Thai-Laden, war gut. So, wir gehen jetzt hier wieder zurück. Es gibt mehrere Straßen, also nicht, dass ihr jetzt denkt, das ist die einzige hier, sondern auch Riesenglück wieder mit dem Wetter. Hier gibt es zum Beispiel 7 verschiedene Tapas für 2 Personen für 19,90 Euro. So, damit verabschieden wir uns jetzt hier von Las Palmas und es geht aber noch weiter. Es gibt noch ein bisschen Folklore heute. So, und zum Abschluss gibt es noch was Rustikales heute hier. Und zwar im Dorf Salobre sind wir hier. Hier kann jeder herkommen, hier kann jeder essen, unangemeldet oder auch reservieren. Und das ist so ein kleiner Geheimtipp hier. Gutes Essen, günstige Preise, Stimmung und alles ein bisschen rustikal. Gehen wir mit euch nach außen. So sieht es hier außen. Und hier habt ihr den Blick über Playa de Ingles. Und Maspalomas. Also wir sind oberhalb von Maspalomas. Dass ihr einen Überblick habt. 10 Minuten ungefähr hier weg vom Zentrum. So, und das ist es hier. Santa Margarita El Salobre heißt es. Direkt an der Hauptstraße. Ihr könnt es gar nicht verfehlen, da wo die bunten, die vielen Lichter sind. Hier geht es hinein. Was ihr hier nicht mitbringen braucht, das sind Kreditkarten, denn die akzeptieren die hier nicht. Die Öffnungszeiten von 17 Uhr bis 0 Uhr, samstags von 12 bis 0 Uhr und sonntags auch von 12 bis 17 Uhr. So, kanarische Folklore, Volksmusik. Wir gehen mal ein bisschen näher ran. Besonderheit hier, da spielt der Hund am Klavier.